liebe Zuseher des Deutschlandkurier, nun hat auch die CDU endlich ihr wahres Gesicht gezeigt und sich dem aktuellen linksgrünen Mainstream vollends angepasst. So hat die CDU auf ihrem letzten Bundesparteitag tatsächlich die sozialistisch anmutende Frauenquote beschlossen. Und wer hat für diese Frauenquote noch geworben? Nicht nur der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Wüst, nein, auch der ach so konservative Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der seit er im Amt ist nichts anderes zu tun hat, als einem linksgrünen Zeitgeist hinterher zu hecheln. Ist das eine konservativ-bürgerliche Partei, die eine sozialistisch anmutende, völlig fehlgeleitete Frauenquote einführt? Natürlich nicht. Diese Partei repräsentiert längst nicht mehr das, was man eine wertkonservative Politik nennt und was eine wertkonservative Politik ausmacht. Wir haben tüchtige Frauen in unserem Land, in der Politik, und viele dieser Frauen wollen genau das nicht, dass sie über eine Frauenquote reduziert werden auf ihr Geschlecht, dass nicht mehr ihre Leistung zählt, sondern dass schier nach Geschlecht eine Zuordnung stattfindet zu einer Wahl, zu einem Gremium. Und so soll diese Frauenquote nach CDU-Gutdünken tatsächlich bedeuten, dass ab 2023 die Vorstandsämter der Partei mit 30% Frauen, ab 2024 mit 40% Frauen und ab 2025 mit 50% Frauen besetzt werden sollen. Das ist keine gut gemachte Politik, das diskriminiert und beleidigt erfolgreiche, intelligente, kompetente Frauen, die in der Politik aktiv sind. Und wer aktiv und kompetent ist, der hat diese Frauenquote nicht nötig.